American Football, eine Sportart, die in Deutschland immer mehr Anhänger findet. Ausschlaggebend für diese Entwicklung, Frankfurt Galaxy, Aushängeschild der inzwischen bereits in die sechste Saison gehende NFL Europe League. Als Gründungsmitglied blicken die Hessen nach Abschluss der diesjährigen Saison auf eine beeindruckende Bilanz zurück. Nicht weniger als 3 Endspielteilnahmen, einen World Bowl-Titel, die meisten siegreichen Spiele der Ligageschichte und den mit Abstand größten Fanzuspruch aller Mannschaften stehen zu Buche. Durchschnittlich über 35.000 Zuschauer sind im Frankfurter Waldstadion zu Gast, wenn die Galaxy spielt. Die Mischung aus atemberaubendem Sport, Entertainment, Musik und Party ist die Grundlage für den dauerhaften Erfolg der Galaxy, auch im Jahr 1998. Einige Fans beginnt die Saison traditionell bereits 1,5 Wochen vor dem ersten Saisonspiel. Die Ankunft der Mannschaft auf dem Frankfurter Flughafen nach dem Trainingscamp in Atlanta war der Auftakt zur Saison, Mission World Bowl. Da die Liga diesjährig erstmals den Endspielort bereits vorab nach Frankfurt vergeben hatte, gab es für die Galaxy nur ein Ziel, das Erreichen des Endspiels im heimischen Waldstadion. Obwohl in diesem Jahr mit Frank Messmer ein herausragender Spieler der National Player fehlte, ruhten die Hoffnungen der Fans auch auf den starken heimischen Spielern Ingo Seibert, Markus Richter und zu guter Letzt Werner Hippler. Entsprechend herzlich fiel die Begrüßung der Fans aus. Wollen wir heute ausschlafen? Ja, noch nicht ganz. Bereits 2 Tage später stellte sich die Mannschaft hochoffiziell den Zuschauern und den Medien vor. Über 5000 Fans kamen, um die neuen Spieler, Trainer, Offiziellen und last not least die Cheerleader kennenzulernen. Für einige Spieler ist die Verpflichtung der Galaxy gleichbedeutend mit ihrem ersten Aufenthalt außerhalb der USA. Nicht für alle sind Fanrummel und das Interesse der Öffentlichkeit an ihrer Person bereits eine Selbstverständlichkeit, wie für Publikumsliebling Mario Bailey, der die Vorstellung der Spieler in seiner 4. Saison für die Galaxy eröffnen durfte. Mario Bailey, why you see me? Just like you say, it's good to be back and I look forward to having a good season. Thank you. Ingo Seibert, running back. Kriegt meine Gänsehaut hier. Also singen tue ich heute noch nicht. Nein, ich singe erst, nachdem wir den World Bowl nach Frankfurt geholt haben und dann dort gewonnen haben. 1996 nimmt der Chris Angebote aus der Canadian Football League ab, um sich besser auf die Saison mit der Galaxy vorzubereiten. It's great to have you back! Thank you. Hello, my name is Katie Williams. I'm from Tampa, Florida. I play outside linebacker.
I don't have too much to say, but I just want to know one thing. I want to know who the fuck is Alice. Kann ich ein Bier haben, bitte? All right, hey, my name is Patrick Johnson. I'm from Iowa State University. And we just here, you know, if we don't get him on the field, we better get him in the parking lot. All right. What's up, Tennessee? My name is Bruce Walton. Defensive tackle at UCLA. I'm just glad to be here. Neben einigen neuen Spielern und einer neuen Galaxy-Band galt das besondere Interesse der Fans natürlich dem Nachfolger von Galaxy-Trainerlegende Ernie Stotner. Head Coach Dick Curl sollte vor allem die in der letzten Saison eher zahme Galaxy-Offense auf Touren bringen. Als Offensive Coordinator der Barcelona Dragons hatte Curl in der letzten Saison die erfolgreichste Offense der Liga trainiert. Der Neuankömmling fühlte sich gleich sichtlich wohl in Frankfurt. How do you feel being in Frankfurt? I tell you what, the response of the fans today was absolutely terrific. I think that's a great. Die Reaktion der Fans heute war absolut toll. Ein großartiger Empfang. Wenn man sieht, wie viele hierher gekommen und wie begeistert sie sind, das baut richtig auf. Wir alle freuen uns auf die Saison und wollen unser Bestes geben. Das Frankfurter Waldstadion für ein Heimspiel der Galaxy herzurichten, ist reine Schwerstarbeit. 25 Leute sind meist 3 Tage mit den vorbereiteten Tätigkeiten beschäftigt. Doch wenn es sein muss, geht's auch schneller. Noch einen Tag vor dem ersten Heimspiel hatte die Frankfurter Eintracht im Stadion gespielt. Steve Smith, der Mann für diesen nervenaufreibenden Job, hatte also nur eine Nacht, um alles für das Auftaktspiel der Galaxy-Heimspielserie herzurichten. Habt ihr das denn so einigermaßen hingekriegt? Wir haben es einigermaßen hingekriegt. Da gibt es sehr wenige Probleme heute. Es ist das erste Spiel, wie wir schon gesprochen haben. Ein paar kleinere Sachen hier, aber mittlerweile stehen alle Stände, alle Partner sind happy und ein paar Minuten geht es richtig los, dann sind wir soweit. Auftaktspiel im Frankfurter Waldstadion. 28.000 Zuschauer waren beim Saisonstart dabei. Auf Werner Rankes Powerparty gab es die erste Lektion für den Tanz der Saison. Samba de Janeiro. Soweit. Heimspielauftakt gegen die Barcelona Dragons. Nach dem beeindruckenden Auswärtssieg bei den England Monarchs standen die Zeichen auf Sieg. Bisher hatte die Galaxy sportlich die beste Bilanz gegen die Spanier aufzuweisen.
Hoffnungen auf den ersten Heimsieg der Saison schwanden schnell. Nicht weniger als 5 Turnovers leisteten sie sich die Galaxy und verschenkte damit leichtfertig den Sieg und die Tabellenführung. Ja, heute den ersten First Down erzielt und nachher war es auch nochmal erfolgreich. Wie war es mit deinem Abschneiden zufrieden heute? Ich war mit meinem Abschneiden zufrieden, habe ganz gut gespielt, aber es ist halt sehr frustrierend, wenn du sehr gut spielst und die Mannschaft trotzdem verliert durch so dumme Fehler wie Turnovers. Im Prinzip hat die Offense von Barcelona nichts auf die Reihe bekommen, hat keinen Touchdown gemacht, keine Punkte groß erzielt, nur durch Turnovers und das ist halt sehr frustrierend und ich hoffe, dass wir jetzt uns zusammenfinden und dann nächste Woche gut spielen. Sag mal, gibt's schon die Tasche vorne drin? Ah ja. Für die Frankfurt Galaxy Cheerleader beginnt ein Spieltag auch dann bereits am frühen Morgen, wenn der Kickoff erst um 19 Uhr angesetzt ist. Die sportlichen Leistungen der Mädchen erfordert ein enormes Trainingspensum. Um die verschiedenen Tänze und Choreografien einstudieren zu können, beginnt eine Cheerleader-Saison bereits im Oktober beim ersten Tryout. Im Herbst des Jahres 1997 bewarben sich mehr als 130 Damen um einen der begehrten Plätze als Frankfurt Galaxy Cheerleader. Bereits an diesem ersten Tag mussten sich die Bewerberinnen einem Auswahlverfahren stellen. Eine Jury entschied, welche Mädchen sich für die Ausscheidung 2 Wochen später qualifizieren können. Gerade mal 2 Dutzend Tänzerinnen übrig, die neuen Galaxy Cheerleader für die Saison 1998. Die Nummer 8. Nochmal einen richtig tollen Applaus für die Cheerleader-Gruppe der Saison 98 und für unsere Mädels, die es mit Tapfer durchgehalten haben. Ja, vielen, vielen Dank. Schön sein will, muss leiden. Das gilt in besonderem Maße für die Cheerleader. Ob es regnet oder schneit, gut aussehen ist Pflicht. Auch wenn so ein Cheerleader-Tag ganz schön lang sein kann. Also ich bin heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden. Dann habe ich mich fertig gemacht, gefrühstückt. Bin hierher gefahren, um 10 Uhr hat das Training angefangen. Dann haben wir trainiert, sind um 12 Uhr im Stadion und haben nochmal im Stadion trainiert. Sind dann wieder zurück in die Halle, haben dort weiter trainiert. Dann haben wir uns hier nochmal geduscht und fertig gemacht. Und dann sind wir jetzt geschminkt worden und die Haare gestylt worden. Ja, und dann geht's los zur Powerparty. Ja, und danach geht's los zum Spiel. Von 7 bis um 10 rum, manchmal auch länger. Ja, und danach, das war's dann erstmal. Bin ich erstmal ein bisschen fertig. Und ich merke auch schon, ich bin total aufgedreht, aber dann im Auto merke ich schon langsam, dass ich richtig müde werde. Und mir auch schon die Beine und so alles wehtut. Aber dann war klasse dann so, nach so einem Tag. Ja.
Die Höhepunkte für die Mädchen sind die gleichen wie für die Footballstars Mario Bailey oder Damon Hewitt. Vor über 30.000 Fans im Frankfurter Waldstadion tanzt es sich eben am besten. Galaxy ist Kult. Stunden vor dem Kickoff bringen sich die Fans vor Werner Reintkes Bühne so richtig in Stimmung. Lila-Orange, das sind die dominierenden Farben. Und jedes Mal wieder stellt sich die brennende Frage: Who the fuck is Alice? Heimschlappe gegen die Dragons stand mit dem Punktspiel gegen die England Monarchs ein echter Klassiker auf dem Programm. Mit dieser Begegnung eröffnete die Liga 1991 den Spielbetrieb. You hear what I say from Frankfurt, and the boys can't play when a quarterback gets the ball in his hand. Run back, y'all, and do the best you can, 'cause even your best will be no good when the Galaxy's in your neighborhood. And the boys aren't lazy, it's an all-time party like never before. The crowd goes berserk with every score. The master plan is to rule the ball, and the Galaxy has outplayed them all. With the worldwide most outrageous fans, the Rovo 95 is in their hands. Yeah.
Das Duell erfüllte die Erwartungen. Erst in der Verlängerung konnte die Galaxy die Briten mit Unterstützung ihrer unglaublichen Fans besiegen. Du bist sowas wie der Shootingstar unter den Nationals dieses Jahr. Du konntest ja auf Anhieb die Coaches für dich einnehmen. Ja, überrascht mich selbst ein bisschen, muss ich sagen. Ich war vor der Saison eigentlich als dritter Defensivlinienspieler gedacht, hinter dem Frank und hinter dem Stefan Gamlin. Ich habe halt, sag ich mal, Glück gehabt, dass der Frank beruflich so eingespannt ist, dass er nicht spielen kann. Und naja, gut, der Stefan hat sich halt verletzt, deswegen habe ich halt Glück, dass ich spiele. Und wenn es einigermaßen gut ist, dann freut es mich natürlich noch mehr. Okay, vielen Dank und weiter so. Alles klar. Was uns sehr viel geholfen hat, muss man wirklich sagen, sind die Fans. Die haben, also waren so laut, dass wahrscheinlich, ich habe kaum ein Wort gehört, was wir an der Seitenlinie gebrüllt haben. Und wahrscheinlich die England Monarchs auf dem Feld haben erst recht nichts gehört. Und das hat sehr, sehr viel geholfen und wollte ich mich nochmal bedanken. Und ansonsten waren wir alle sehr aufgeregt und war gut, wie es dann ausgegangen ist, war echt super. Einer der nahezu 60 Fanclubs der Galaxy, die inzwischen aktiv sind, ist Barcelona 97, so genannt nach seinem Gründungsort und Datum. Natürlich besuchen die Clubmitglieder nicht nur die Heimspiele. Der Verein reiste in diesem Jahr zu 3 der 5 Auswärtsspiele. Wolfgang Schmidt, Vorsitzender des Fanclubs, über einen ganz normalen Fantag. Ein typischer Spieltag sieht so aus, dass wir morgen schon mal ein Frühstück einnehmen. Das heißt 2 bis 3 Fläumchen oder ein Sektfrühstück. Dann treffen wir uns so 3:15, 2:30, 3:15 bei unserem Kumpel Ellis vor der Tür und dann starten wir zur Straßenbahn ab ins Stadion zur Powerparty. Auswärtsspiel in Amsterdam. Auch in diesem Jahr ein Erfolgserlebnis für die Galaxy. Der 14:10 Erfolg brachte die Frankfurter mit 3 Siegen und 1 Niederlage in einer hervorragenden Tabellensituation. Das umso mehr, als die Holländer auch in diesem Jahr als einer der Favoriten für den Titel gehandelt wurden. Keine Probleme auf dem Weg ins Endspiel, wie es schien. Frühstückszeit im Spielerhotel. Noch merkt man den Spielern die Anspannung eines Spieltages nicht an. Doch die meisten Offiziellen sind schon bei der Arbeit. Frankfurt Galaxy unterhält eine eigene Videoabteilung. Videodirektor Selico Dukic bereitet sein umfangreiches Equipment für den Abtransport ins Wallstadion vor. Wir machen Aufnahmen auf eine spezielle Art, damit die Coaches nachher alles, was auf dem Spielfeld passiert, sehen können. Das ist eine andere Art zu filmen als für Fernsehstationen oder Videokassetten. Die Coaches wollen meist alle Spieler während eines Spielzuges sehen. Das geht natürlich nur mit bestimmten Einstellungen, die wir für sie machen. Bis zur Abfahrt ins Stadion nutzen die meisten Spieler die Zeit zur Entspannung. Deutschland-Derby steht auf dem Programm. Ein besonderes Spiel. Noch in keinem der 3 Heimspiele konnten die Frankfurter Düsseldorf Rhein Fire besiegen.
Im letzten Jahr fehlten bei der 20:21 Niederlage gar nur 2 Punkte zum Erfolg. Das soll dieses Mal anders werden. Während sich die Akteure im Innenraum bereits auf die sportliche Auseinandersetzung vorbereiteten, zelebrieren die Fans auf dem Vorfeld ihre gemeinsame Fete mit den Firefans. Diese fröhliche, galaktische Feierstimmung ist eines der Erfolgsgeheimnisse der uramerikanischen Sportart in Deutschland. Trotz der besten Kulisse der regulären Saison mit über 40.000 Zuschauern blieben die Gäste aus Düsseldorf auch im vierten Anlauf im Frankfurter Wahlstadion siegreich. Der ungefährdete Sieg begeisterte die zahlreich angereisten Düsseldorfer Fans und brachte Feier eine komfortable Tabellenführung. Ja, das stimmt schon. Ich weiß, woran es heute gelegen hat. Wir haben individuelle Fehler gemacht. Die Offense-Line hat manchmal Löcher zugelassen, die hätten nicht sein dürfen. Und die Receiver, ich glaube, wir sind manchmal haben uns nicht freigelaufen. Mit den Quarterbacks hatte ich so schnell gelesen. Eigentlich schade drum, aber war ein gutes Spiel. Naja. Knapp 2 Wochen später. Krisenstimmung bei der Galaxy. Beim Auswärtsspiel in Barcelona waren die Hessen sang- und klanglos mit 2:31 untergegangen. Der wichtige zweite Tabellenplatz ist damit vorerst verloren. Doch die Admirals aus Amsterdam sind der nächste Gegner im Wallstadion. Im Training wird daher konzentriert gearbeitet. Um nicht frühzeitig alle Aussichten für den Einzug ins Finale zu verlieren, brauchte die Galaxy unbedingt einen Sieg gegen die Holländer. Die Fans brachten es auf einen Nenner. Time to party.
Galaxy wurde den Erwartungen gerecht. 25-7, ein deutlicher Sieg. Die Frage nach der zweiten Mannschaft, die nach den Düsseldorfern ins Endspiel einziehen würde, blieb damit einstweilen unbeantwortet. Auch General Manager Chris Heine zeigte sich sichtlich erleichtert. Ich war sehr nervös vorher, weil wir haben eine desolate Vorstellung abgegeben am Montag in Barcelona und insbesondere war ich gespannt, wie Chris Hall heute spielen wird und ich glaube, er wollte es jedem zeigen und er hat es jedem gezeigt, dass er wirklich ein super Safety ist in dieser Liga und endlich ist ihm auch mal nach, ich glaube jetzt 18 Interceptions oder 17 ein Touchdown gelungen und das ist ihm nur zu gönnen und ich glaube, die ganze Mannschaft hat sich von Anfang bis Ende voll eingesetzt und was halt wie immer traumhaft war, ist, dass die Fans, nachdem sie gemerkt haben, die Jungs wollen hier gewinnen, auch wie eine Wand hinter der Mannschaft gestanden haben und ich bin happy. Eine Football-Saison ist nicht zu Ende, bevor nicht die Schotten im Wallstadion gastiert haben. Glamour-Fans sind zwar nicht so zahlreich wie die Anhänger der Galaxy, aber dafür nicht weniger enthusiastisch. Alle zusammen tanzten sich vor dem Spiel gemeinsam ins Guinness-Buch der Rekorde. Samba de Janeiro, getanzt von über 30.000 Menschen. Der Galaxy in den vergangenen beiden Jahren empfindliche Niederlagen beigebracht. Nach zwei Siegen in Folge und dem bevorstehenden schweren letzten Heimspiel bei den Düsseldorfern durften sich die Frankfurter keinen Ausrutscher mehr leisten, wenn sie beim Meisterschaftsspiel im Frankfurter Waldstadion nicht fehlen wollten. Was Damon Ewart den Fans versprach, konnte die Galaxy halten.
Beim hochdramatischen letzten Saisonspiel in Düsseldorf löste die Galaxy mit ihrem 20:17 Auswärtssieg die Fahrkarte zum World Bowl 98. Die Galaxy beendete damit eine reguläre Saison zum ersten Mal als Tabellenerster. Grund genug für eine richtige Party. Veranstaltung findet dann am kommenden Sonntag im Waldstadion statt. Ganz klar, der World Bowl. Und wer spielt da gegen wen? Galaxy gegen Ryan Fire, das ist doch ganz klar. Und wer wird das Spiel gewinnen? Natürlich die Galaxy. Für die Frankfurter ist American Football längst keine exotische Sportart mehr. In Deutschlands Football-Hochburg Nummer 1 wissen die Fans Bescheid. Ich habe eigentlich auch noch nie ein Heimspiel verpasst von der Galaxy und interessiere mich aber für Football schon seit über 10 Jahren überhaupt, also bevor es Galaxy gab. Normalerweise sehen die Galaxy-Fans so etwas bunt bemalt und bunt gekleidet aus. Ja, dann sollen sie mich am Samstag sehen. World Bowl in Frankfurt. Ein lang gehegter Traum wird wahr. 50.000 Zuschauer im Stadion. 157 Länder via Fernsehschirm dabei. Ein würdiger Rahmen für die dritte Auflage des Deutschland-Derbys in dieser Saison. Für die Galaxy die dritte Finalteilnahme in 4 Jahren. Ex-Galaxy-Quarterback Paul Justin, der die Frankfurter 1995 in Amsterdam zum bisher einzigen World Bowl-Titel führte, war ebenso mit dabei wie der Head Coach der ersten beiden Galaxy-Jahre 90 und 91, Jack Elway. Ein großer Sporttag in Frankfurt. Wenn der Galaxy der Sieg im Endspiel versagt blieb, war es eine großartige Saison für die Hessen. Gratulation an Düsseldorf, die weiter in Frankfurt ungeschlagen bleiben. Rechtzeitig zum Kickoff der Saison 1999 werden alle wieder im Frankfurter Waldstadion dabei sein. Die Galaxy, ihre treuen Fans und das gar nicht runde Lederei, um das sich in diesem Sport alles dreht.
And we play football, and there's only one team that rules it all. It's the Galaxy. You hear what I say from Frankfurt. And the boys can't play when our quarterback gets the ball in his hand. Run back, y'all, and do the best you can. Cause even your best will be no good when the Galaxy's in your neighborhood. People go crazy, everybody's out there and the boys aren't lazy. It's an all-time party like never before. The crowd goes berserk with every score. The master plan is to rule them all, and the Galaxy has outplayed them all. With the worldwide most outrageous fans, the Robo 95 is in their hands.